Ja, schönen guten Tag. Christian Müller-Hergel vom Dialogzentrum Leben im Alter. Ich möchte Ihnen heute einen kleinen Lichtblick präsentieren. Und das ist insofern wichtig, als dass es, oder lustig, dass es nämlich in diesem Lichtblick tatsächlich auch um Licht geht, also um Helligkeit. Der Hintergrund ist ja immer, dass man so versucht, herausforderndes Verhalten und affektive Symptome im Ansatz zu verhindern. Also Prävention ist immer besser, als im Nachhinein die Phänomene zu behandeln. Und seit längerer Zeit gibt es ja so diese Idee mit Helligkeit. Ja, also es ist bekannt, dass also helles Licht den Schlaf reguliert, und wenn die Leute besser schlafen, dann wirkt sich das auf Stimmung und Verhalten positiv aus. Also je besser die Menschen schlafen, desto geringer, so vermutet man, ist herausforderndes Verhalten. Und das kennt man ja schon so ein bisschen, so aus saisonal bedingten affektiven Störungen, ja, wo die Leute so eine Art Lichtdusche haben, und diese Lichtdusche, die soll irgendwie die Depressivität verbessern. Und von daher empfiehlt sich ja dann eigentlich so eine ganz einfache Form der Intervention, nämlich Lichtdecken, also wo die ganze Decke eine einzige Lampe ist und wo sie dann so unter 1000 Lux leben. Und die bisherigen Studien, die ja sind ein bisschen mehrdeutig oder nicht so ganz klar, ja, weil nicht so ganz klar ist, ist das bei allen Formen der Demenz der Fall, also bei leichter und schwerer Demenz in gleicher Weise. Wie lange muss diese Lichtdosis verabreicht werden? Verliert sich der Effekt mit der Zeit? Das sind alles so Fragen, die unklar sind, und diesen Fragen geht diese neue Studie aus Norwegen nach. Die haben also dann so alle möglichen Dinge gemessen, welche Art, welche Schwere der Demenz, möglichst repräsentative Population ausgewählt. Wir haben dann geguckt, wie schlafen die Leute, wie sind die Aktivitäten des täglichen Lebens, wie ist ihre Lebensqualität, wie viele Stunden am Tag werden die dieser höchsten Lichtexposition ausgesetzt. Und wie immer hat man dann eine Intervention und eine Kontrollgruppe. Die Interventionsgruppe, die kriegt dann das Licht, die anderen, ja, Business as usual. Und man hat hier so gemessen Ausgangsdaten, dann nach 8 Wochen, nach 16 Wochen, nach 24 Wochen. Und die Daten zu Verhalten und Befinden, die wurden dann von Pflegekräften erhoben, die eben besonders geschult waren und die diese Menschen besonders gut kennen. Die Lichtexposition war am höchsten zwischen 10 Uhr morgens und 15 Uhr am Nachmittag. Das waren dann eben 1000 Lux. Vorher waren es 400 und dann am Nachmittag wieder abschwächend. Am Morgen mehr mit Blautönen, am Nachmittag mehr mit Gelbtönen. Also so die Klassiker, wie man sie so eben auch kennt. Ja, die Ergebnisse sind dann schon ganz interessant. Also es waren doch Personen mit einer recht schweren Demenz, die daran beteiligt waren, mit einem mittleren Minimentalwert von 4, also das ist schon ziemlich tief, und mit dem Fast-Stadium 6 bis 7, also das ist eine sehr weit fortgeschrittene Form der Demenz. Die meisten haben 3 bis 4 Stunden in diesem Raum verbracht mit der höchsten Lichtintensität. Und das Ausmaß der neuropsychiatrischen Symptome, so nennt man das dann, hat sich in beiden Gruppen, also in der Interventions- und in der Kontrollgruppe, reduziert, aber in der Interventionsgruppe deutlich mehr. Das heißt also, es ist erkennbar, dass Menschen, die also so einer starken Dosis von Licht ausgesetzt werden, doch Wirkungen zeigen. Allerdings, und das ist das Spannende, mehr in dem affektiven Bereich und nicht so sehr in der Agitiertheit. Das heißt also, so Dinge wie Traurigkeit, Depressivität, Apathie, Ängste, die haben sich verbessert, aber Agitiertheit, also Unruhe, Negativismus, die haben sich weniger reduziert. Ein weiteres interessantes Resultat war, dass dieser Effekt sich erst nach 16 Wochen darstellte. Also nicht nach 8 Wochen, sondern erst nach 16 Wochen, dann aber auch nicht mehr gesteigert wurde. Also nach 16 Wochen erkennt man einen Effekt, der dann aber auch nicht stärker wird. Ja, das ist schon ganz interessant. Also affektive Symptome, die reduzieren sich nach 16 Wochen
Agitiertheit reduziert sich nicht. Und ein weiteres spannendes Resultat, auch der Schlaf wurde dadurch nicht beeinflusst. Also Menschen, das ist also nicht so, dass der Schlaf die intervenierende Variable ist. Also die kriegen mehr Licht und das hat sich unmittelbar auf die Affektivität ausgewirkt, aber nicht auf den Schlaf. Ursprünglich hatte man gedacht, mehr Licht wirkt sich auf besserer Schlaf wirkt sich auf die Affektivität aus. Diesen Zusammenhang konnten sie nicht bestätigen, sondern es gibt einen direkten Zusammenhang. Ja, ein bisschen Wasser in den Wein muss man bei dieser Studie trotzdem wieder gießen, weil die Interventions- und die Kontrollgruppe sind nicht so ganz gleich gewesen. Das heißt, die Interventionsgruppe hatte ein größeres Potenzial für Verbesserung als die Kontrollgruppe. Das wirkt sich, sagen wir mal, so für die Bewertung dieser Ergebnisse so aus, ja, dass die Aussagekraft der Studie darunter ein wenig leidet. Aber insgesamt noch einmal könnte man sagen, gerade in der dunklen Jahreszeit würde es Sinn machen, solche Lichtdecken einzusetzen, besonders für Menschen mit einer schweren Demenz, wobei man damit rechnen muss, dass der Effekt sich erst nach 16 Wochen einstellt. Soweit mal dieser Lichtblick für heute. Sie können das wie immer nachlesen. Ja, die Details für die Studie, die sind dann in dem schriftlichen Bericht drin. Ich hoffe, das findet Ihr Interesse. Alles Gute Ihnen, bis zum nächsten Mal.